Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Erstmal zu Anfang an, ich hoffe, man hört meine Meerschweinchen dort hinten nicht, beziehungsweise mein Meerschweinchen, das nämlich gerade am Fressen ist und ich weiß nicht, wie laut das ist. Es hört sich immer so laut an, aber am Ende hört man es dann meistens doch nicht. Und ich glaube, ihr wisst schon, was wir heute vorhaben. Wir wollen heute ein... Leute, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ich sage immer Perichörn dazu. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Es sind auf... Nein, das war jetzt falsch. Es sind auf jeden Fall diese Percheron. Ihr wisst ja, ich glaube, ihr versteht mich. Genau, und wir wollen heute einen von den drei kaufen. Ich konnte mich ja nicht entscheiden, weil das sind so die drei Grundfarben. Und eigentlich kaufe ich mir immer eher schwarze Pferde, aber es ist auch so ein bisschen langweilig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, deshalb gucken wir uns jetzt erstmal alle drei ganz kurz an. Und werden dann eins kaufen, Gangarten uns anschauen, ein bisschen die Meinung drüber kundgeben, etc. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und verschwenden keine Zeit mehr. So, hier sind wir in der ersten Station in Fort Pinter und wir haben hier quasi den Apfelschimmel von den dreien. Ich muss sagen, oh mein Gott, hat auf jeden Fall Wimpern. Mein erster Eindruck ist tatsächlich ganz gut. Ich finde wieder die blauen Augen bei dem Apfelschimmel einfach zuckersüß. Leider muss ich sagen, dass mir die Mähne gar nicht gefällt. Frag mich nicht warum. So auf den ersten Blick ist das echt nicht so meins. Muss ich leider sagen. Und die Äppelung ist mir ein bisschen zu arg. Ich hätte mir gewünscht, dass es ja so ein bisschen mehr wie am Hals verläuft. So ein bisschen schneeflockenartig und ein bisschen too much für meinen Geschmack. Aber sonst wirklich echt schön und vor allem das Gesicht gefällt mir sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt allerdings weiter zum Marley, denn dort gibt es die anderen und ich glaube, es wird dann eins von denen. Mal ganz kurz zwischendurch, warum gibt es eigentlich immer noch keinen Hänger bei Marley? Das frage ich mich schon so lange und ich weiß einfach nicht eine Antwort drauf. Und wenn so Unmengen von Leuten dort sind, weiß man, man ist am richtigen Ort. Ich kann euch schon mal eins sagen, dieses Pferd sieht so fancy aus. Oh mein Gott. Mir liegt die Farbe dieses Pferdes auf der Zunge. Ich kann es euch aber nicht genau sagen. Oh mein Gott, Pferdefarben und ich, sind keine Freunde. Find's an sich sehr schön. Ich hätte mir den Übergang noch etwas schöner gewünscht. Es ist an sich wirklich eine sehr interessante Farbe. Und würde ich jetzt speziell nach einem Apfelschimmel oder ähnlichem suchen, würde ich den vielleicht auch nehmen. Ja. Es ist auf jeden Fall eine interessante Farbe. Dann haben wir den hier, muss ich sagen, diese Farbe kann ich also so gar nicht leiden. Bin ich ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht meine Farbe, das ist auch nicht alles, was ich zum Pferd sagen kann. Ist nicht hässlich oder so, ich mag einfach die Farbe nicht. Der Rappe, ja, Rappen gehen halt immer, aber ich habe in letzter Zeit so viele Rappen gekauft, deshalb will ich eigentlich keinen Rappe. Dementsprechend bleiben zwei übrig. Entweder wunderschön hier, das süße Schimmelchen. Muss man doch sagen, Schimmel kann man einfach immer gebrauchen und Perichorn sage ich jetzt einfach mal so, wie ich es immer sage. Perichorns, die kann man gefühlt, ja, auf jeden Fall in Weiß immer gebrauchen. Und dann gibt es noch hier diesen braunen mit schwarzer Mähne und da muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Ist wirklich eine tolle Farbe. Ich tendiere aber fast doch lieber zu dem Weißen. Bevor ich mich jetzt entscheide, werde ich mir noch ein bisschen die von allen Ecken und Kanten angucken und bei meiner Entscheidung werde ich euch dann wieder mitnehmen. Okay, meine Lieben, ich habe mich jetzt entschieden, den Weißen zu kaufen, einfach aus dem Grund, dass ich mal wieder Lust habe, ein weißes Pferd zu kaufen. Und es gibt ja so ein Pferdchen, das ich tatsächlich aus meiner Vergangenheit noch kenne. Es war zwar nicht ganz die Rasse, aber erinnert mich ganz, ganz stark daran, vom Körperbau, von allem eigentlich. Und dem zu Ehren, denke ich, werde ich jetzt dieses Pferd kaufen. Ich finde es immer sehr amüsant, wenn an Pferde, die man aus dem Real Life kennt, sich das Ganze ja ein bisschen widerspiegelt. Und dementsprechend suche ich jetzt erstmal Namen, das auch wieder 1 Million Jahre dauert. Deshalb kleiner Cut nochmal und dann geht es aber endlich ans Kaufen. Okay, der Name passt überhaupt nicht zum Pferd, aber ich habe ihn gesehen und dachte mir, oh mein Gott, ich muss es so nennen. Und zwar habe ich mich für den Namen Glory entschieden. Ich sag jetzt nur TWD, ich weiß auch nicht, ich finde den Namen total schön und eigentlich passt doch überhaupt nicht zu dem Pferd, aber irgendwie möchte ich es so nennen. Dieses Pferd wird Glory heißen, ja? Okay, ich habe mich jetzt einfach entschieden, ich finde es cool, ich hoffe, dass mit dem Pferdenamen klappt so und ich werde es jetzt kaufen.
Okay, es ist immer noch nach all den Jahren Special Moment, ein Pferd zu kaufen, muss ich euch jetzt tatsächlich sagen. Also ich glaube, es wird für immer so bleiben. Glory ist jetzt bei uns in der Box und dementsprechend machen wir den Abholservice und schauen wir uns das Ganze mal in voller Pracht an. So Leute, es ist vollbracht. Ich muss sagen, es ist ein sehr gewagtes Outfit. Ich habe mich jetzt auf Glory gesetzt und ich muss sagen, es gefällt mir total gut. Also total schön. Ich liebe diese klobigen Pferde auch ab und zu. Und muss ich sagen, bin ich doch echt positiv überrascht. Ich habe mich jetzt, wie ihr, glaube ich, jetzt sehr gut sehen könnt für einen etwas besonderen Look entschieden und ein sehr heller Look. Ich muss aber sagen, im Großen und Ganzen finde ich ihn einfach nur mega schön. Und es ist gewagt auf ein weißes Pferd. Ich mag es allerdings, man kann es mögen oder eben auch nicht. Und oh mein Gott, dieser Galopp. Okay, ich freue mich jetzt vielleicht schon, das Ganze auszuprobieren. Vorher aber noch zu den Frisuren. Da gibt es nämlich ein paar Special Extras, beziehungsweise eine richtig coole Frisur. Natürlich einmal die Frisur, die ihr jetzt seht. Das ist so die normale Pelchon-Special-Frisur. Und ich muss ehrlich sagen, die Zöpfchen etc. sehen hier jetzt nicht unbedingt gut aus. Aber dann gibt es noch diese hier. Und ich kann euch nur eins sagen. Ich nehme sie natürlich sofort. Mir gefällt die Frisur total gut und zieht natürlich sofort bei uns ein. Wir wollen noch nicht ganz viel rumlabern. Ich werde jetzt ganz kurz meine Meinung zu den Gangarten sagen und dann seht ihr auch noch die Gangarten mit Musik hinterlegt. Die Timestamps findet ihr übrigens auch immer in der Beschreibung. Also falls ihr euch mal nur für die Gangarten interessiert und mein Gelaber nicht anhören wollt, könnt ihr das natürlich auch gern machen. Kurzer Überblick: Im Großen und Ganzen finde ich das Exikateur des Pferdes sehr, sehr schön und gelungen. Es ist wirklich sehr muskulös und erinnert mich dann eher so ein bisschen an die Hengste darunter. Ist im Großen und Ganzen, wie gesagt, wirklich toll getroffen. Auch der Hals, der kurze Rücken, muskulär, die Vorderhand. Also wirklich echt schön getroffen. Fangen wir an mit dem Rückwärtsgehen. Sehr energisch, wie gesagt, das ist dann doch eher ein bisschen hengstig ausgelegt. Genauso wie gleich der Trab. Der Schritt ist eigentlich ganz gut getroffen. Es wirkt ein bisschen monoton, die Kopfbewegung tatsächlich. Die Schritte sind relativ kurz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei der Rasse ist. Vorne dieses Zöpfchen ist ein bisschen, sieht etwas interessant aus, aber ansonsten wirklich auch echt gut. So, kommen wir zum Trab und da wird so der Kopf bzw. der Hals leicht nach vorne gestreckt. Finde ich eigentlich ganz schön. Nicht zu stark. Es fühlt sich ein bisschen an, als wäre die Hinterhand komplett verloren gegangen. Ansonsten relativ gute Beinaktion für ein Pferd dieser Größenordnung. Bin ich aber doch ganz zufrieden. Der Galopp, der sieht halt Hammer aus. Und ist auch ein bisschen rassenspezifisch. Man sieht, er geht da wirklich Richtung Hinterhand und schaufelt auch richtig mit den Beinen. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ist aber wahrscheinlich nur von den Hochgezüchteten in der Rasse zu erwarten, dass die wirklich so galoppieren können. Hals kommt gut zur Geltung, finde ich eigentlich ganz schön. Hinterhand aber auch hier wieder so ein bisschen, bin ich nicht ganz zufrieden. Und auch die Hinterbeine, wie üblicherweise so ein bisschen das übliche Schlangenmäßige, seht ihr hier in dem Bereich. So, kommen wir zu meinen schnelleren Galopparten. Leider, wie auch bei all den anderen Pferden, werden hier die Hinterbeine so ein bisschen verloren und die beiden Gangarten sind in SSO eigentlich allgemein wirklich nicht so schön, leider. Speedstop, das ist, glaube ich, der softeste Speedstop, den ich je gesehen habe. Machen wir das Ganze nochmal. Bleibt wirklich ganz entspannt stehen. Finde ich echt cool, muss ich sagen. Ein bisschen verbuggt ist es leider auch beim Grasen. Naja. Und als letztes noch steigen und springen danach. Das Steigen finde ich eigentlich ganz gut, dass das nicht so hoch ist, weil das ist nun mal auch ein Koloss von Pferd und das kommt einfach auch nicht so hoch. Finde ich relativ realistisch gehalten. Und jetzt noch zum Sprung und dann seht ihr das Ganze auch nochmal in Kurzfassung. Ich habe versucht, heute nicht so viel zu erzählen zu den Pferden, weil ich das Gefühl hatte, dass es jetzt doch nicht so interessant ist wie für ein paar Vereinzelte. Der Sprung an sich ist nicht sehr ausdrucksstark, finde ich aber auch sehr gut, weil dieses Pferd ist nun mal ein Riesenkaliber von Pferd und die machen nun mal keinen Megasprung und es ist eher so ein bisschen schwerfällig. Finde ich gut, passt zur Rasse. Und jetzt geht's zu den Gangarten mit Musik.
Und das war es jetzt auch von dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und auch die verkürzte, ja, Gangartenanalyse, sage ich jetzt mal. Ansonsten könnt ihr auch immer Verbesserungsvorschläge oder sowas in die Kommentare schreiben. Also wenn ihr da irgendwie einen anderen Ablauf gerne hättet. Ich hab jetzt halt bis jetzt immer das Ganze so gemacht. Aber ja, wie gesagt, ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.